Willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein Schultervideo. 1,5 Wochen nach meiner OP. Ihr seht es hier noch. Die Fäden sind noch drin. Die werden morgen gezogen. So ungefähr 12 Tage nach der OP. Vielen Dank erstmal an alle, die an mich gedacht haben und die unter das letzte Video auch ihre Genesungswünsche geschrieben haben. Vielen Dank dafür. Ich bin sicher, es wird wieder gut und eure Genesungswünsche helfen mir dabei. Vielen Dank dafür. Wie schon im letzten Video gesagt, wurde bei mir in der OP entschieden, was gemacht wird. Dabei wurde jetzt zum Beispiel die Supraspinatussehne hier genäht und den Lattache gemacht, das heißt den Coracoid-Transfer von dem Knochen hier runter. Dazu habe ich jetzt erstmal 3 Wochen hier dieses Abduktionskissen mit der Schlinge und ich soll jetzt 3 Wochen auf jeden Fall den Arm relativ ruhig stellen. Ich wollte euch trotzdem mal so ein bisschen zeigen, was man machen kann, auch nach der OP. Ich habe jetzt noch eine sehr große Bewegungsgrenze, die liegt bei 60 Grad zurzeit und bei 0 Grad Außenrotation. Aber ganz wichtig auf jeden Fall, nachdem ihr operiert wurdet, dass ihr einfach eure Schulter ein bisschen bewegt und auch den Ellenbogen bewegt, gerade Bizeps und Trizeps. Der ist nicht an der Schulter eben beteiligt, deshalb könnt ihr euren Ellenbogen meistens schon aktiv bewegen. Die Schulter immer passiv, also das heißt mit Hilfe eben. So ist es bei mir jetzt auch, aber wie gesagt, ganz wichtig ist da einfach, auch das Lymphsystem frei zu bekommen. Das Lymphsystem könnt ihr euch vorstellen, wie wenn es da jetzt einen Stau gibt, quasi um eure Operation rum. Also das Lymphsystem ist zum Beispiel in der Innenstadt eine rote Ampel und da halten dann die ganzen Autos. Und bis nicht diese Ampel auf grün gestellt wird oder auf grün schaltet, gibt es dann halt immer Nachstau und so funktioniert es bei dem Lymphsystem ähnlich. Physiotherapeuten müssen da eben da um die Schulter das Lymphsystem frei machen, also die Ampel auf grün stellen, dass diese ganze sowas wie Wassereinlagerung und sowas abfließen kann. Ganz wichtig ist eben zu bewegen, ihr habt zwischen den Gelenken eben eure Knorpel und eure Kapsel und da dazwischen, also zwischen den Kapseln, und zwischen den Knorpeln ist die Synovialflüssigkeit, die eben, oder die Gelenkschmiere, sage ich mal so, die ist dazu da, das Gelenk eben, wie gesagt, zu schmieren und dass eure Schulter nicht steif wird, muss eine Membran immer wieder diese Flüssigkeit nachproduzieren und das geschieht halt unter anderem auch durch Bewegung. Deshalb müsst ihr, trotz dass ihr es relativ ruhig stellen müsst, so wie ich jetzt, 3 Wochen lang mit diesem Kissen, trotzdem passiv bewegen lassen und auch versuchen, passiv alleine etwas zu machen, dass eben diese Gelenkschmiere verteilt wird und angeregt wird, dass die eben gebildet wird, dass da eure Schulter nicht steif wird. Genau, das versuche ich immer wieder zu machen. Ich habe 2-mal die Woche eben Krankengymnastik und Lymphdrainage. Und versuch selber zu bewegen. Das muss nicht unbedingt sein, dass ihr bis an eure Bewegungsgrenze oder Limit geht. Diese Flüssigkeit wird auch schon davor angeregt und gebildet, also sobald das Gelenk halt eben bewegt wird. Das heißt nicht, dass ihr jedes Mal bis zu den 60 Grad gehen müsst, je nachdem was eure Grenze ist. Deshalb ganz wichtig, eben ein bisschen zu bewegen und auch jetzt zum Beispiel in meinem Fall die Hand zu bewegen. Ich hatte jetzt zum Beispiel in meiner Schlinge hier so einen Ball dabei, wo ich hier immer pumpen kann, dass die Hand eben nicht anschwillt und dass da einfach ja, die Muskulatur arbeitet und das Blut gepumpt wird. Das könnt ihr sehr gut mit so einem Ball machen oder einfach eure Hände auf und zu auch langsam mal von Finger zu Finger verbinden. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Von Daumen zu Zeige, zum Mittel, zum Ring, zum Kleinen und wieder zurück eben. Und immer die Hand ganz öffnen, dass da halt dieser Pumpeffekt da ist und das Blut verteilt wird, weil ihr ja sonst nicht so viel Bewegung in dem Arm habt. Dann wie gesagt, immer mal wieder auch die
die Schlinge eben ausziehen. Am besten ist es im Liegen zu machen, sage ich jetzt mal, den Ellenbogen zu bewegen, also Bizeps und Trizeps im Liegen, damit einfach der Arm stabilisiert ist, dass der nicht nach hinten weggehen kann. Ich zeige es jetzt einfach mal kurz so, aber am besten wirklich am Anfang liegen zu machen. Den könnt ihr dann tatsächlich auch aktiv bewegen, also hoch, runter. Am besten halt, wenn ihr liegt, könnt ihr es natürlich die ganze Bewegung ausnutzen. Jetzt bei mir, ich wollte es jetzt nur kurz demonstrieren, hoch und runter bewegen, dass einfach euer Ellenbogen auch bewegt wird. Für die passive Bewegung gibt es oftmals einen Bewegungsstuhl, den hatte ich zum Beispiel bei meiner letzten OP. Bei der OP geht es jetzt nicht, dadurch, dass der Knochen anwachsen muss, sollte das halt schon eine Weile ruhig gestellt werden, damit einfach der Knochen auch gut verwachsen kann. Aber ich nehme immer mal wieder meinen Arm einfach hier so in die Hand, also hier mit dem gesunden Arm quasi und mit der Hand dann unter den Ellenbogen und dann so eine Verkreuzung und dann könnt ihr da euren Arm bewegen. Auch wichtig ist, nach vorne zu schauen, dass ihr nicht so sehr zusammenfallt und dann euren Arm bewegen. Das Ganze geht auch nach außen und falls ihr die Außenrotation selber machen wollt, könnt ihr die natürlich dann auch mit der Hand hier unter dem Ellenbogengelenk ja, ein bisschen passiv bewegen. Im Sitzen ist es jetzt ja, schwer und alleine, sage ich mal, ist die Außenrotation schon schwer zu bewerkstelligen. Das geht mit einem Krankengymnast besser. Aber wie gesagt, nach vorne, wie es eben wirklich schmerzfrei auch geht, bewegen, dass diese Gelenkschmiere da immer in Bewegung ist und gebildet wird, damit eure Schulter da nicht steif wird, das ist ganz wichtig. Und auch wichtig ist, dass ihr einfach eure Schulterblätter bewegt. Das mache ich jetzt zum Beispiel, indem ich versuche, die Schulterblätter zur Wirbelsäule zu ziehen, also die Brust rauszustrecken. Das müsst ihr auch gar nicht 5 Stunden am Tag machen. Es reicht 3-4 Mal ein paar Wiederholungen, einfach, dass ihr da in Bewegung bleibt und dass auch wirklich die Schulter zentriert wird, dass da jetzt nicht so viel verloren geht, nur weil ihr diese Schlinge habt. Und auch wichtig ist auch mal, finde ich, immer den Kopf ein bisschen zu bewegen, dadurch, dass ihr durch die Schlinge immer so ein Vorwärtshaltung habt und die ganze Last hier im Genick liegt, da wirklich auch mal den Kopf ein bisschen dehnen. Genau, und mehr ist es dann auch gar nicht. Aber wie gesagt, die Bewegung ist wirklich wichtig, dass da alles beim Alten bleibt. Und ja, es ist natürlich auch angenehm, hin und wieder mal die Schlinge abzunehmen. Aber ja, soweit jetzt mal meine Lage. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen oder wird euch helfen. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, haut rein, ciao.